Sorry, Leute, ich habe schon eure Fokuskarten raus, weil ich habe gerade angefangen und dann hat mich jemand angerufen, der mich gerade erst gesagt hat, dass ich jetzt arbeiten muss, ja? Also, nochmal von vorne, Freunde. Ich hatte mehrere Botschaften für euch. Zum einen habe ich beim Vorschaffeln gesehen, dass es sein kann, dass eine Entscheidung über euch in irgendeiner Form, ja, dass eine Entscheidung zu einer Situation mit euch oder über euch getroffen worden ist, von der ihr aber noch nichts wisst. Ja, das liegt da noch im Verborgenen oder jemand weiß schon mehr, als er sagt. Es könnte so eine typische Situation sein, wie eine Überraschungsparty. Ja, alle tun ahnungslos, aber eigentlich weiß die Person schon ganz, also die Planerin oder der Planer weiß schon, was Sache ist. Ja, also das zum einen. Dann Botschaft Nummer zwei war, wundert euch nicht, wenn ich hier so ein bisschen erschöpft sitze. Leute, wer mir auf Instagram folgt, der weiß, dass wir gestern Geburtstag gefeiert haben und ich habe so viel gekocht und gebacken. Ja, und ich weiß auch nicht, was mich geritten hat, aber ich dachte, ich muss davon auch extrem viel essen und jetzt, ich kann nicht mehr. Ich habe seit gestern Bauchschmerzen, ich habe mich noch nie so überfressen. Gott sei Dank musste ich mich nicht übergeben, aber ich war so kurz davor. Ja, also wundert euch nicht, die Hälfte meiner Energie steckt in meinem Magen. Und dann habe ich gesagt, dass vielleicht anhand dieser Karten hier, also es sind eure Fokuskarten, einmal die Karte Not For You und einmal die Karte Treasure Island, vielleicht müsst ihr das Zwillinge-Reading mal gucken gehen. Ich habe auch interessanterweise im Zwillinge-Reading gesagt, dass sehr viel Feuerenergie da ist und dass sie vielleicht mal bei Schütze gucken müssen. Im Zwillinge-Reading geht es nämlich darum, dass quasi nach einem Kennenlernen oder in einer Situation plötzlich die Funken verloren gegangen sind und dass jemand nicht versteht, warum, dass jemand aber trotzdem sagt, okay, dann ziehe ich mich da raus. Ja, und das könnte hier auch so eine Energie sein. Also es könnten zwei Möglichkeiten hier sein. Einmal, dass ihr mehrere Optionen habt und dass ihr für euch feststellt, okay, eine Option davon ist nicht für mich und ich fokussiere mich auf die Situation, die für mich ist. Denn diese Situation beherbergt noch viel mehr, als ihr gerade wisst. Ja. Oder aber jemand ist in einer Situation gewesen, wo er ganz klar gesagt hat, okay, ich akzeptiere hier für mich, dass das nichts für mich ist. Vielleicht augenscheinlich, ja, anhand dessen, was ich eben gesehen habe. Und ich fokussiere mich auf Fülle und das, was für mich ist und die Menschen, die Interesse an mir haben. Und da passiert aber irgendwas im Hintergrund, was ihr noch gar nicht merkt, ja. Also lasst uns mal gucken. Ganz egal, was eure Situation ist, Fakt ist definitiv, dass ihr euch bitte auf das fokussiert, was für euch ist. Ja, und nicht das, was nicht für euch ist. Für einige von euch kann es sein, dass ihr mit jemandem zu tun hattet, der vielleicht hier irgendwie finanzielle Probleme habt oder ihr habt gegebenenfalls finanzielle Probleme. Wenn das der Fall ist, dann sollte euer Fokus jetzt gerade ganz dringend darauf liegen, denn diese finanziellen Probleme bzw. dieses Ungleichgewicht, was da herrscht, ist quasi die Blockade zwischen dir und deiner Person. Ja, bei echten, ja, ich sag mal, diesen ganzen, wie wir alle immer rumschreien, Seelenverbindungen und dies und das und jenes, ist es so, dass die Blockaden gelöst werden, indem man sich auf sich selbst fokussiert, ja, und seine eigenen Blockaden löst. Ja, die Leute denken immer, sie sind in irgendeiner Verbindung, weil sie von Gott höchstpersönlich ausgewählt worden sind, der Person bei ihren Problemen zu helfen. Das ist Bullshit, okay? Du sollst deine Blockaden lösen und deine Probleme lösen, denn nur das ist, sag ich mal, wahre Liebe. Ja, wahre Liebe bedeutet, dich selber so frei von Blockaden und Trauma und all sowas zu machen, dass du deinem Gegenüber die bestmöglichste Version von dir selber bieten kannst. Ja, das ist das Einzige, worum es geht und nicht darum, irgendwie Mutter Teresa zu spielen, damit du dir auf die Schulter klopfen kannst und sagen kannst, ich habe Mutter Teresa gespielt, okay? Also Leute, auf der Rückseite des Decks haben wir den Tod. Dahinter das Gericht und den Stern. Das ist genau das. Jemand hier transformiert etwas, was mit sich zieht, dass hier eine Situation umgekehrt wird. Es kann also entweder sein, dass jemand sieht, dass sie in einem neuen Licht erstrahlt und deswegen vielleicht eine Situation nochmal ans Laufen bringen möchte. Es kann sein, dass das Universum sieht, dass ihr an euch arbeitet und das Universum dann sagt, okay, ich sehe, die Person hat verstanden, ich beschmeiß dich hier mit allem Glück, was ich dir geben kann, ja, aka die Karte da, Treasure Island, oder aber etwas, was ihr euch lange gewünscht habt oder was ihr die ganze Zeit versucht ans Laufen zu bringen, ist in irgendeiner Form blockiert.
Ja, wenn eine Blockade, wenn ihr das merkt, das könnte auch euer Geldfluss sein tatsächlich, ja, wenn ihr das merkt, ist es manchmal so, dass man manche Dinge im Leben sein lassen muss, um etwas Neues zu bekommen. Das habe ich heute Morgen noch gesagt zu einer Freundin von mir, dass man manchmal Dinge ablegen muss, ja, die vielleicht irgendwie mit Spaß zu tun haben oder in dem Moment sich gut anfühlen, ja. Und man muss sie ablegen, damit das Universum einem das gibt, was man sich eigentlich wünscht die ganze Zeit. Ja, viele Leute sind und fragen sich: Oh mein Gott, warum bekomme ich das nicht? Ich habe alles dafür getan und weiß ich nicht was. Und die gehen aber zum Beispiel, jetzt mal ganz blöd gesprochen, jedes Wochenende extrem feiern und sind dann montags, dienstags erstmal müde und brauchen die halbe Woche, um sich wieder ans Laufen zu bringen. Ja, und das Universum braucht dann genau von dir, dass du diese Verhaltensweise ablegst, weil du vielleicht montags und dienstags schon so viel produktiver wärst und deine Sache richtig ans Laufen bringen könntest. Würdest du dieses Hardcore-Saufen oder Hardcore-Feiern für eine Zeit lang oder bestmöglich vielleicht für immer sein lassen? Ja, also Leute, lasst uns gucken, was hier Sache ist. Ach so, wir haben hier auf jeden Fall Doppelskorpion und Wassermann-Energie. Also lasst uns mal gucken. Team Schütze. Erste Karte raus, 8 der Münzen. An etwas hart arbeiten, sich etwas wirklich widmen einer Sache. Lasst uns mal gucken. Oh Leute, das kann ich nicht sehen. Die hat sich gedreht. Wir haben 8 der Münzen. Boah, Leute, ich glaube es nicht. 8 der Münzen, 2 der Münzen, 8 der Schwerter. Was habe ich gerade gesagt? Das ist genau das. Ihr pendelt hin und her zwischen: Ich möchte etwas erreichen und ich bin bereit, mich da wirklich auch dran zu setzen und dran zu arbeiten und meinen Fokus und, ne, meine Motivation alles auf diese eine Sache zu richten. Ja, und dann seid ihr zwischen: Soll ich das machen oder bleibe ich hier in der 8 der Schwerter-Energie? Ja, die 8 der Schwerter-Energie ist sich in etwas gefangen halten, obwohl man eigentlich rauslaufen könnte. Ja, das ist zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein ganz blödes Beispiel, Süchte. Ja, sagen wir jetzt mal, jemand ist, keine Ahnung, alkoholsüchtig und muss jeden, und ja, ich werde jetzt hier von Leuten wahrscheinlich hören, aber spart euch diese Kommentare, weil mich könnt ihr nicht überzeugen. Ja, jemand, der jeden Tag nach der Arbeit Alkohol trinkt, hat ein Alkoholproblem. Okay, auch wenn du dir einbildest, dass das alles halb so wild ist, es ist nicht halb so wild. Ja, wenn du jeden Tag nach der Arbeit 2, 3 Gläser Wein trinken musst, um von der Arbeit zu runterzukommen, hast du ein Alkoholproblem. Okay, es könnte also zum Beispiel sowas sein, dass ihr wisst, jetzt mal als Beispiel, diese 2 Gläser Wein tun mir eigentlich nicht gut, aber ich brauche das, um nach der Arbeit runterzukommen. Das ist 8 der Schwerter-Energie. Ja, du redest dir etwas ein, was von dem du eigentlich ganz genau weißt, dass es Quatsch ist, aber du machst es, um es für dich zu rechtfertigen. Ja, du könntest ja auch nach der Arbeit hingehen und, was weiß ich, 20 Liegestütze und 10 Hampelmänner machen und dann wärst du vielleicht auch ausgepowert. Oder, keine Ahnung, eine Runde um Block joggen oder meditieren oder irgendwas anderes. Es gibt so viele Dinge, wie man sich erden kann, wie man runterkommen kann. Ja, aber dann ausgerechnet Wein zu nehmen, weil es das ist, was dir, weiß ich nicht, woran du gewöhnt bist, was dein Ding ist, und dann dafür Ausreden zu finden, ist 8 der Schwerter-Energie. Ja, und dann ist auch noch interessant hier, ihr seht in den 2 der Münzen, da ist einmal hier dieser Busch, wo schon Blüten dran sind, und dann haben wir die dunklen Berge im Hintergrund, die Blockaden darstellen. Das ist also ganz klar, ihr könnt aussuchen. Inzwischen lasse ich mich hier auf Fülle ein und Wachstum, oder bleibe ich hier im Hintergrund bei den Bergen und bei den Blockaden. Ja, und das ist genau das. Hier aus dieser harten Arbeit würde eben Fülle entstehen, ja, sich um das Blumenbeet kümmern, sage ich mal, oder eben da bleiben, wo man bereits ist und eben nicht. So, sorry, Team Schütze, da kam der Papa von meinem Sohn, hat mich bald umgebracht. Ey, ich habe mich so erschrocken, ich habe das gehört und ich konnte das gar nicht zuordnen. Wow, okay, Leute, let's go. Also, ne, geht quasi darum, hier zu entscheiden, ob man da bleibt, wo man ist, oder ob man eine Sache wirklich gerne weitermachen möchte, beziehungsweise sich wirklich einer Sache widmen möchte. Ja. Einige von euch könnten sich hier gefühlsmäßig so ein bisschen selber betuppen irgendwie. Lasst uns mal gucken, was die 8 der Münzen sind.
Alles ist gut, also die 10 der Schwerterkarte. Es gibt hier eine Alles ist gut Karte anstatt, da steht dann Alles ist gut anstatt 10 der Schwerter mit 8 der Kelche. Ja, hier muss ganz klar, und die 2 der Kelche auf der Rückseite des Decks und 8 der Kelche und 10 der Kelche ergeben 2 der Kelche. Jemand hier muss etwas hinter sich lassen, etwas, wo er emotional, was ihn blockiert oder was ihn emotional immer im selben am selben Fleck hält. Interessant ist auch, dass wir jetzt 8, 8, 8 haben, ja. Wir sind im Jahr 8. Das ist so ein bisschen auch Karma, ja, und zwar nicht Karma im Sinne von du und deine Person, sondern Karma im Sinne, was du dir selber einlädst. Ja, wir alle machen ja auch täglich Dinge, wo wir uns selber Karma einladen. Ja, wenn ich täglich Sachen mache, die nicht gut sind, obwohl, und ich weiß genau, die sind nicht gut, dann ernte ich letztendlich das, was ich sehe. Ja, und das ist das, was hier euer Ding ist, ja, zu überlegen, was machst du täglich und in wel und Leute, zwei der Münzen, hier seht ihr, ja, das ist wie das Infinity-Zeichen. Ihr müsst überlegen, in welchem Loop ihr euch befindet und was ihr euch ein in euer Leben einladet. Ganz besonders für diejenigen, die hier auf der Suche nach Liebe sind. Ich habe das Gefühl, dass einige von euch hier ihre Person von sich, also sich quasi ihre Person etwas Gutes mit jemandem blockieren, weil, also weil ihr euch im selben Loop haltet. König der Kelche und 5 der Schwerter, das ist irgendwie, ich weiß nicht, jemand hier sabotiert sich selber. Was sind denn die 2 der Münzen? Der Hierophant, Leute, Stierenergie. Stierenergie und dann haben wir den Gehängten auf der Rückseite des Decks. Stier- und Fische-Energie. Und das ist genau das, ja. Das ist, wer die Lektion nicht lernen möchte, der bleibt eben da, wo er ist. Der macht den Loop wieder durch. Ihr werdet vom Universum hier mit dem Gehängten so lange in dieser Position bleiben. Das Universum nimmt euch so lange raus oder nimmt, hält euch so lange weg von dem, was ihr möchtet, bis ihr eure Lektion gelernt habt. Oh, wow. Das ist interessant. Ich habe letztes Jahr, noch letztes Jahr hatte ich so eine Situation, wo ich wusste, okay, ich muss eine Sache lassen, wenn ich weiterkommen möchte. Und ich war und habe mir gedacht, oh Mann, Alter, habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Aber ich wusste, wenn ich das, ich hatte das irgendwie im Gefühl, ich wusste, wenn ich nicht aufhöre damit, dann kann ich in einem anderen Aspekt nicht weiterkommen. Und es ist tatsächlich auch so gewesen. Ja, ich habe dann die Sache gelassen und wusste, okay, das öffnet mir wieder andere Türen und so ist, genau so ist es auch gekommen. Aber ihr müsst euch das auch bewusst machen. Ne? Ich wusste direkt, was Sache ist, aber man muss eben auch die Fähigkeit haben, sich das einzugestehen und da ehrlich mit sich selber zu sein. 8 der Schwerter. Was sind die 8 der Schwerter? Ich schaffe noch mal, gucke, ob was rauskommt. Aber für, und die 10 der Schwerter. Leute, ich kann es mir doch nicht ausdenken. 10 der Schwerter und jetzt haben wir das Rad des Schicksals auf der Rückseite des Decks. Also wir haben jetzt einmal 10 der Schwerter mit 8 der Kelche. Ja, ihr seid hier in der Lage. Ja, Leute, guckt mal. Dahinter die Kraft der Herrscher und die 10 der Kelche. Was soll ich euch sagen? Das ist genau das, ja. Auf dieser Seite hier, wenn ihr diese 8 der Münzenenergie wollt, ja, wie gesagt, ihr müsst einen Zyklus vielleicht von, vielleicht blockieren euch auch eure Gedanken. Es können auch eure Glaubenssätze sein, ja, dass ihr vielleicht denkt, ihr seid irgendwie scheiße, obwohl das gar nicht so ist. Ja, das wäre auch eine emotionale Blockade. Es ist ganz wichtig, dass ihr das hier hinter euch lasst, der ja, für diejenigen, die vielleicht auch Angst haben, Leute, die Kraftkarte, das ist auch Karte Nummer 8, erscheint hier. Ihr müsst hier Mut und Courage zeigen, um quasi in Kontrolle zu kommen und um diese gemeinsame Fülle gegebenenfalls in der Liebe erreichen zu können. Ja, es kann auch gemeinsame Fülle innerhalb der Familie oder Freundschaft sein, was auch immer für euch wichtig ist. Ja, aber ihr müsst das hier hinter euch lassen und die 10 der Schwerter hier mit den 8 der Schwertern, ganz klare Geschichte. Ja, das ist ganz klar, was ich eben gesagt habe. Ihr müsst hier dieses Gedankengefängnis hinterlassen, verlassen, weil ihr stecht euch selber in den Rücken. Ihr zerstört das, was ihr gerne hättet. Niemand anders.
Geht euch das 222-Reading von mir nochmal angucken. Das heißt Herr des Karmas. Ja, da geht es genau um sowas. Da erkläre ich auch, was Saturn zum Beispiel für eine Rolle spielt und warum es so wichtig ist. Vielleicht habt ihr auch Fische-Placements, die irgendwie wichtig sind. Dann, falls ja, geht da auf jeden Fall hin. Ja, wir haben jetzt hier auch ziemlich viel Luftenergie. Also guckt euch das Zwillinge-Reading an. 8 der Münzen, 2 der Münzen ergibt 10 der Münzen. Sicherheit und Stabilität findet ihr, wenn ihr euch motiviert und mit einem klaren Ziel, einem klaren Fokus, einer klaren Version an eure Sachen dran setzt. Es wartet, das, was ihr wollt, wartet auf euch. Vorausgesetzt, ihr dreht das Rad des Schicksals an und seid in der Lage, eure Lektion hier zu lernen. Ihr steht euch ganz klar selber im Weg, Leute. Und ich glaube, ihr wisst das eigentlich auch. Meine Schützen wissen eigentlich, was ich von Schützenmenschen weiß und auch von mir selber, wir wissen immer schon, was Sache ist. Und wir sind eigentlich diejenigen, das ist so lustig, wir haben immer den Schlüssel zu allem, aber sind ganz oft nicht in der Lage, den bei uns selber anzuwenden. Wir haben die Lösung, wir wissen, wir können immer von oben auf die Sache drauf gucken, wir wissen genau, was zu tun ist und wir können den Schlüssel auch anderen Leuten geben und die Leute nehmen den Schlüssel und können perfekt aus ihrer Situation rauskommen. Und wenn es an uns selber, wenn es dann mit uns selber zu tun hat, dann ist es oft so, dass man sagt, oh ja, ich habe hier den Schlüssel, aber wo ich den reinstecken muss, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Ja, oder wir wissen es, aber können es nicht anwenden. Deswegen glaube ich, dass ich vielen hier gar nichts Neues erzähle, aber vielleicht ist es neu im Sinne von, Leute, euer Segen kann nicht kommen, wenn ihr das nicht macht, okay? Also, Freunde, ach, guck mal, wie krass, ich habe hier das falsch rum reingelegt. Nochmal doppelte Bestätigung, Leute. Also, Freunde, wie immer, like, abonniert, teilt, kommentiert. In der Infobox findet ihr den Link zu meiner Website, zu meinen Instagram-Accounts, wenn ihr dort gerne folgen möchtet. Und ansonsten, wie immer, sehen wir uns, wenn wir uns sehen. Bye, bye.